It's that zest, super bow, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. It's that, yeah, yeah, yeah. It's that zest. Herzlich willkommen hier in der Kampfzelle. Wer uns auf Facebook folgt, der hat gesehen, wir hatten einen Mina-Schweinereiter-Fight. Eine etwas sehr seltene Kombination. Daher habe ich mir gedacht, lasst uns mal diesen Fight analysieren. Wie ist hier unser Kämpfer Crisis vorgegangen, um hier die drei Sterne zu holen? Und warum nimmt er Schweinereiter und Mina zusammen? Also lasst uns damit beginnen. Hier haben wir nur die Base, die Crisis hier gedreiert hat mit Minern und Schweinereitern. Wir sehen können, das Rathaus hier unten, Level 3, ganz unten in der Ecke. Die Infernos hier sehr schön verteilt. Der Adler wieder in der Mitte, die Queen in der Mitte, der King in der Mitte, die Clanburg in der Mitte. Das heißt, natürlich muss der Killsquad hier bis zum Adler kommen, um hier richtig schön etwas zu reißen. Und wir sehen können, das Rathaus hier wirklich bei 6 Uhr. Das heißt, wenn ich bei 12 Uhr meinen Mauervernichter setze, läuft er hier wunderschön Richtung Adler. Aber das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also, wie eben schon gesagt, hier wird der Mauervernichter gesetzt. Um den Mauervernichter zu setzen, muss er natürlich hier wunderschön in diese Richtung laufen. Natürlich werden die Helden hier schön dahinter gesetzt, dass der Mauervernichter vorne wegläuft, die Helden und die Bowler hinterher. Aber um das auch wirklich zu gewährleisten, dass das geschieht, müssen wir hier natürlich noch hier die Gebäude ausschalten und wenn möglich hier die Gebäude ausschalten, dass der Mauervernichter geradeaus durchläuft, das ist klar. Aber die Helden und die Bowler müssen auch schön hinterherlaufen. Wenn wir hier die Gebäude weg haben, was wir natürlich hier mit einem Babydrachen machen. Hier drüben natürlich auch ein Babydrache. Für die Kanone kann man noch ein paar Loons nehmen. Muss man aber nicht. Crisis wird es hier in diesem Fall tun. Ein paar Loons für die Kanone. Der Babydrache kümmert sich um den Rest. Das heißt hier, die Helden und der Mauervernichter kann hier wunderschön in die Base reinlaufen. Hier haben wir die Queen, den Warden, die Clanburg und den Adler, der hier ausgeschaltet wird. Hier sehr viele Gebäude. Devs auf dem Weg in die Mitte, die natürlich alle ausgeschaltet werden kann. Und wenn ihr seht, einmal hier rumzeichnet. Gefühlte 40% von der Base wären rein theoretisch schon durch den Killsquad einfach mal weg. Das ist natürlich eine sehr gute Quote. Das heißt natürlich, die Miner und die Schweinereiter müssen den Rest der Base dann platt machen. Wie dann das geschehen soll, das schauen wir uns jetzt gleich an. Nachdem wir hier natürlich das alles schon durch den Killsquad weg haben, müssen unsere Schweinereiter in die Base starten und auch die Miner. Wir setzen alle Truppen hier. Erst die Miner. Wie ihr sehen könnt, ist hier wenig Gebäude, die die Miner angreifen können. Ein paar Schweinereiter im Rücken, die quasi hier die Dev-Gebäude ausschalten. Die restlichen Schweinereiter werden dann hier gesetzt, wenn denn die Miner... Moment. Wenn die Miner denn schon hier alles zerstört haben. Wenn das alles weg ist, kommen die Schweinereiter hier von der Seite rein, um wunderbar geradlinig auf das Rathaus mit den Minern vorzugehen. Und dann gehen die Miner hier natürlich mit den Schweinereitern wunderbar weiter. Alle zusammen. Die Miner räumen auf, die Schweinereiter kümmern sich um die Verteidigung. Wir werden ungefähr hier einen Heil brauchen. Natürlich beim Rathaus ein Heil. Hier hinten benötigen wir natürlich auch noch mindestens ein Heil. Das ist so ungefähr, was man dabei haben muss. Gut wäre es natürlich, wenn man hier hinten den Magierturm und den Inferno entweder mit einem Heil oder mit einem Frost ausschalten kann.
Eins von beiden ist möglich, eins von beiden kann man nehmen. Crisis wird sich hier für den Frost entscheiden, für das Ende der Base. Aber das werden wir gleich sehen. Wie gesagt, mit dem Kill Squad am Anfang haben wir schon hier oben 40% der Base ausgeschaltet. Der Rest wird dann durch die Miner und Schweinereiter hier geholt. Wenn es optimal läuft, sind das lockere 3 Sterne. Wir schauen uns jetzt einfach einmal an, wie hier Crisis vorgegangen ist und analysieren natürlich seinen Fight. Jetzt schauen wir uns den Fight hier von Crisis an. Wie ihr sehen könnt, 4 Heilzauber, 2 Frost, 1 Wut. Der Wut natürlich für die Clanburg, da drin Symboler, dass die richtig abgehen. Die 3 Loons hat er hier dabei für die Kanone, wie schon besprochen. Hier die Seite mit einem Babydrachen, hier mit einem Babydrachen drauf. Dann hat er 4 Heilzauber, einen für den ersten, einen für den zweiten Magierturm. Eventuell noch einen hier beim Rathaus, einen hier in der Ecke von dem Magierturm. Und hier oben, wie ihr sehen könnt, ein Frost für die beiden, für den Inferno und den Magierturm. Ist hier ausreichend, da hier ja sicherlich keine Riesenbomben liegen, wie ihr sehen könnt. Hier könnten Riesenbomben liegen, hier könnten Riesenbomben liegen. Hier beim Rathaus in der Ecke könnten Riesenbomben liegen. Natürlich hier. Am besten wäre es natürlich, wenn hier vom Killsquad schon viele Riesenbomben geholt werden. Wir fangen jetzt einfach erstmal an. Wie gesagt, als erstes die Loons für die Kanone, dass der Babydrache nicht darüber zieht. Dann der Babydrache und natürlich der zweite gleich für die Seite zum Clearen. Sehr schön gemacht, dass das funktioniert. Das heißt, er kann hier gleich mit seinem Mauervernichter losrennen. Die Helden hinterher. Und wie ihr sehen könnt, dadurch, dass er hier drüben geklärt hat, die beiden Gebäude weggemacht hat, kommt hier vom Armeelager über die Bauarbeiterhütte Richtung Innere der Base und die Truppen rücken super nach. Sehr schön hier funktioniert sein Tunnel. Die erste Riesenbombe ist schon weg. Wie ihr sehen könnt, der Mauervernichter wird hier gleich aufreisen hier. Die Clanburg wird rauskommen, die Bowler werden natürlich im Wut hier gleich richtig loslegen. Der Warden und die Queen werden dadurch ohne Probleme ausgeschaltet auf die Clanburg, die jetzt gelockt wurde hier. Wird natürlich gleich ein Gift geworfen. Da ist auch schon die nächste Riesenbombe. Super für unseren weiteren Verlauf. Der Adler auch gleich Geschichte. Richtig klasse hier. Alles hat funktioniert. Wie ihr sehen könntet, auch hier drüben der Magierturm ist ausgeschaltet worden. Die Queen hier in der Mitte kümmert sich noch um die Doppelkanone und rückt dann hier schön nach. Etwas früh gezündet, hier hätte er noch mehr rausholen können. Und wie ihr sehen könnt, kommen jetzt hier auf der Seite die Miner. Nur noch der Bogiturm, der in die Mitte schießt. Das heißt, er braucht noch keine Schweinereiter. Hier braucht er dann die ersten Schweinereiter. Die helfen. Die Queen hat in der Mitte auch schon super Platz gemacht. Die Miner kommen hier schön in die Base. Die ersten Schweinereiter werden hier losgelassen. Und gleich kommt dann auch der Rest in die Base rein. Hier der erste Heil beim Magierturm. Jetzt kommen die Schweinereiter mit rein. Dass hier wunderbar zusammen durch die Base gerockt werden kann. Sehr schön gemacht. Gleich der nächste. Der Bombenturm kann natürlich richtig böse zusetzen. Das Rathaus hier schon an. Das heißt natürlich gleich einen Frost drauf. Hier habt ihr gesehen, die nächste Riesenbombe. Das ist wichtig. Da ist der Heil sehr gut platziert. Die Miner und die Schweinereiter holen natürlich das Rathaus super schnell weg. Keine Chance hier, sich großartig zu wehren. Noch ein paar Magier mit dabei, die hier beim Clearen helfen. Die Schweinereiter jetzt hier vorneweg kriegen natürlich richtig eine drauf. Er hat noch einen Heil, einen Frostzauber. Kann er natürlich jetzt nicht werfen. Er muss hier sehen, dass seine Miner natürlich so weit wie möglich durchkommen. Das heißt, er wird hier oben irgendwo noch einen Heil werfen. Und wie gesagt, für den Magierturm und den Inferno-Turm hat er noch einen Frost dabei. Ein Loon und ein Riesen hat er hier genommen, um den Tesla, der meistens in der Ecke versteckt ist, auszuschalten. Sehr schön gemacht hier von Crisis. Wie ihr sehen könnt, rücken die Miner super vorne weg. Die Magier hier hinterher. Da kommt der Heilzauber hier schön rein. Rückt natürlich hier etwas daneben. Hätte er etwas höher platziert werden können, wäre er besser gewesen. Aber auch so vollkommen ausreichend. Die Miner ja
voll aufgeladen. Sehr schön gemacht hier von Crysis. Jetzt rücken sie Richtung Magierturm. Das heißt, jetzt kommt gleich der Frust. Da ist er schon. Das heißt, der Magierturm kann nicht mehr viel ausrichten und der Single Inferno natürlich chancenlos gegen so eine Anzahl von Truppen hier, die noch am Leben sind. Sehr, sehr schön gemacht von Crysis. Wird natürlich noch hier die Bauarbeiterhürde geholt und dann sind auch schon die 3 Sterne. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie immer dran denken, liken und abonnieren. Jetzt kommt noch einmal der ganze Fight ohne Kommentar in voller Länge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Video.